Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Orkan über weiten Teilen Westeuropas hat eine Spur von Tod und Zerstörung hinterlassen. Insgesamt kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, 12 davon in Deutschland. Mit bisher im Binnenland nicht gemessenen Windgeschwindigkeiten war der Sturm von Westen hier über Frankreich und die Schweiz nach Süddeutschland gezogen. Flughäfen wurden geschlossen, zahlreiche Autobahnen und Bahnstrecken waren blockiert. Vielerorts fiel der Strom aus. Ein Block des Kernkraftwerkes Biblis musste wegen Leitungsschäden vorübergehend vom Netz genommen werden. In Baden-Württemberg riefen die Behörden die Bewohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Orkanböen mit bis zu 200 Stundenkilometern fegten am Vormittag über Süddeutschland und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Umstürzende Bäume wurden mindestens 9 Menschen zum Verhängnis. In Ettlingen, Nagold und Herrischried im Schwarzwald stürzten Bäume auf Autos und töteten die Insassen. Im Kreis Esslingen wurde eine Spaziergängerin von einem entwurzelten Baum erschlagen. Sie starb noch am Unglücksort. Auch auf der Autobahn im Bereich Pforzheim kamen 2 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Auf den Straßen ging teilweise nichts mehr. Wie hier im Südschwarzwald waren die Strecken stundenlang blockiert. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr waren im Dauereinsatz. Abartig, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin also jetzt über 20 Jahre in der Feuerwehr, sowas habe ich noch nie erlebt. Wie hier in Lörrach hatte der Orkan in ganz Süddeutschland zahlreiche Dächer abgedeckt. In vielen Orten fiel der Strom aus, weil herabstürzende Äste die Leitungen zerrissen hatten. Im Schwarzwald waren Bäume wie Streichhölzer umgeknickt und hatten ganze Schneisen in den Wald gerissen. Sogar die Bundeswehr mit Bergpanzern musste ausrücken. In der Nähe von Donaueschingen war ein Nahverkehrszug entgleist. Die 250 Reisenden kamen mit dem Schrecken davon. Die Strecke Freiburg-München ist immer noch gesperrt. Auf den Bahnhöfen und Flughäfen in Süddeutschland gab es zahlreiche Verspätungen. Tausende von Reisenden kamen nicht mehr vom Fleck. Feuerwehr und technisches Hilfswerk werden noch die ganze Nacht und die nächsten Tage im Einsatz sein. Mit am schwersten betroffen vom Orkan war Frankreich. Dort gab es mindestens 20 Todesopfer. Hunderttausende Haushalte blieben ohne Strom. In Paris war es der schwerste Sturm seit Bestehen der Wetteraufzeichnungen. In den frühen Morgenstunden kam der Jahrhundertsturm zu den Champs-Élysées völlig unerwartet. Windböen bis zu 150 Stundenkilometern im Zentrum der Stadt. Das Lido, das Kaufhaus Printemps, viele Wahrzeichen wurden ramponiert. Tausende Bäume entwurzelt, Stromausfall in 1,5 Millionen Haushalten. Nichts ging mehr an diesem Katastrophensonntag. Am internationalen Flughafen Orly wüteten am Morgen Böen bis zu 170 Stundenkilometern Geschwindigkeit. Alle Flüge wurden gestrichen. Erst gegen Abend entspannte sich die Lage etwas. Stillstand auch bei der Bahn. Der Reiseverkehr ist auch morgen schwer beeinträchtigt. Kräne knickten um wie Streichhölzer. Sie kann es kaum fassen. Wir haben den Bürgermeister angerufen und die Polizei. Niemand konnte etwas tun. Die Behörden waren völlig überfordert. Telefonverbindungen brachen zusammen. Darum ist die Bilanz dieses Unwetters noch ungenau. Das Fernsehen nannte 22 Tote. Hier auf der Autobahn bei Rennes im Norden starben 4 junge Menschen in ihrem Auto, als ein Baum auf die Fahrbahn stürzte. Die Champs-Élysées sind zur Stunde noch für den Verkehr gesperrt. Jede zweite U-Bahn-Linie fährt nicht mehr. Die Riesenräder für die Silvesterfeier werden zum Teil wieder abgebaut. Morgen sind noch alle Parks und öffentlichen Gärten in Paris für das Publikum geschlossen. Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz müssen jetzt Tag und Nacht arbeiten, um die Hauptstadt für die Silvesterfeierlichkeiten wieder herzurichten. Im Schweizer Wintersportort Grand-Montana kam ein Fahrgast dieser Seilbahn ums Leben, als ein umstürzender Baum eine der Kabinen zu Boden riss. 4 weitere Fahrgäste konnten verletzt geborgen werden. Insgesamt starben in der Schweiz 9 Menschen bei Unfällen. In weiten Teilen der Alpen besteht erhöhte Lawinengefahr wegen starker Schneeverwehungen. Sturmwarnungen auch in tieferen Lagen, wie hier am Genfer See, beschädigte der Orkan Boote, Autos und Häuser. Im Kanton Luzern richtete er verheerende Waldschäden an. Schätzungen zufolge sollen 1 Million Kubikmeter Holz vom Sturm gefällt worden sein. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Auch einen Tag nach dem verheerenden Orkan sind seine katastrophalen Folgen noch nicht vollständig zu übersehen. In Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz kamen nach offiziellen Angaben insgesamt 17 Menschen ums Leben. Die Sachschäden sind nach Angaben von Experten noch nicht zu beziffern. In Süddeutschland liefen heute die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Feuerwehr und andere Helfer waren nahezu pausenlos im Einsatz, um Straßen freizuräumen und beschädigte Gebäude zu sichern. Da traute so mancher Hausbesitzer seinen Augen nicht. Orkan Lothar hatte ganze Arbeit geleistet. Hier in Stuttgart legte er einen Baukran um, zerstörte Dach und Obergeschoss. Überall im Südwesten waren abgedeckte Dachstühle keine Seltenheit. Seit gestern Nacht sind Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bundeswehr damit beschäftigt, die schlimmsten Schäden zu beseitigen. 2500 Polizeibeamte waren im Einsatz, verzichteten auf ihren Weihnachtsurlaub. Im Schwarzwald fegte der Orkan mit so hoher Geschwindigkeit über die Höhen hinweg, dass Bäume reihenweise umgeknickt wurden. Waldarbeiter räumten die größten Hindernisse beiseite. Die langfristigen Schäden für den Wald sind noch nicht absehbar. Die Behörden warnen die Bevölkerung eindringlich vor Waldspaziergängen. Beim leichtesten Windstoß kann es passieren, dass Äste herunterbrechen oder auch sogar Bäume umfallen. Deswegen ist jeder gut beraten, auch in den nächsten Tagen die Wälder zu meiden. Die Versicherungen gehen von Schäden in dreistelliger Millionenhöhe aus. Sie versprechen eine unbürokratische Abwicklung und beruhigen. Deutschlands Hausbesitzer und Autofahrer sind im Allgemeinen ausreichend versichert. Auch in Bayern sind die gröbsten Sturmschäden behoben. Ohne Strom muss die kommende Nacht niemand mehr ausharren. Dennoch endete für viele der geplante Skiurlaub unfreiwillig abrupt. Und schon droht in den Alpen für die nächsten Tage erhöhte Lawinengefahr. Sturm und starker Regen haben dafür gesorgt, dass die Flüsse anschwellen. So steht die Altstadt von Zell in Rheinland-Pfalz schon unter Wasser. Am Vormittag lief die Mosel über die Schutzmauern. Am Nachmittag hatte der Pegel im Zentrum der Stadt 1,70 Meter erreicht. Am Abend soll der Wasserstand wieder fallen. Einwohner der Altstadt hatten vorgesorgt und schon in der vergangenen Nacht versucht, ihre Häuser vor dem Hochwasser zu schützen. Auch in mehreren Nachbarländern hat der Orkan gestern schwere Schäden verursacht, darunter in Österreich und in der Schweiz. Dort kamen insgesamt mindestens 11 Menschen ums Leben. Ein 13-jähriger Deutscher und eine Belgierin starben, als im Wintersportort Crans-Montana im Sturm eine Seilbahnkabine abstürzte. Verheerende Folgen hatte der Orkan insbesondere auch in Frankreich. Dort kostete er 33 Menschen das Leben. Verwüstungen in der Pariser Innenstadt. Viele Kulturdenkmäler wie die Kathedrale Notre-Dame und 5 andere Kirchen waren durch den Orkan in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Eiffelturm blieb allerdings unversehrt und auch die für die Silvesterfeiern aufgestellten Riesenräder auf den Champs-Élysées stehen noch. Große Schäden gibt es in den Wäldern rund um Paris. Im Schlosspark von Versailles entwurzelte der Sturm 10.000 Bäume. Allein in der französischen Hauptstadt wurde der Schaden an den Dächern auf umgerechnet mindestens 150 Millionen Mark geschätzt.